Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Phoenix Wright Dual Destinies mit eurem Benny Bunny 5. Wir hören uns nun Mr. Fish Zeugenaussage an. Ohren, die Überstunden leisteten. Es ist wahr, ich habe ein Pro-Wrestling-Match drüben beim Fernseher gesehen. Meine Augen waren vielleicht abgelenkt sein, aber meine Ohren, die haben Überstunden gearbeitet. Der Flur dort ist total krachen und squeaky und sowas. Niemand hätte es verpasst, dass da jemand rumläuft. Also sehen Sie, da gab's kein Tenmataro im Foyer. Und wir haben schon weniger als eine Minute ein Wort, das ich nachschauen muss. Das ist echt schrecklich manchmal. Der Aberglaube ist die Religion eines schwachen Geistes. Verstanden. Eine simple, rationale Erklärung ist doch das Beste. Vergessen Sie Yokai, Dämonen und solche Sachen. Wir brauchen einfach nur Allgemeinbildung hier. Wenn wir das nicht haben, dann würde die ganze Welt im Chaos versinken. Sagt ein verurteilter Staatsanwalt, der das Zeichen als Zeichen für das Ende des Gesetzes gilt. Und selbst wenn da irgendein Yokai herumlaufen würde, dann hätte ich ihn sofort in den Zoo verkauft. Ich frage mich, ob Yingxi nur Sachen gesehen hat oder irgendetwas gesehen hat. Das mag vielleicht jetzt die allgemeine Meinung sein, aber ich bleibe dabei. Wenn wir nicht beweisen können, dass sie Tenmataro gesehen hat, dann wird der Bürgermeister höchstwahrscheinlich verurteilt. Dann hoffe ich mal, dass meine Kanonen auch Geschosse abfeuern und nicht BBs, also was man von Soft Airs kennt. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör. Na dann. Moment mal. Sie werden für Ihre Arbeit bezahlt, oder nicht? Also wie können Sie es rechtfertigen, dass Sie während Ihrer Arbeit Fernsehen schauen? aber... Ey, das ist nicht so einfach für mich. Ich meine... Ich kann nicht Fernsehen schauen, während wir Besucher haben. Und es gibt keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, was mit diesem First World Problems gemeint ist. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Übersetzung gibt. Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Tut mir leid, aber soll ich Sie wegen Ihrer Probleme hier trösten? Wenn das seine einzigen Probleme sind, dann sollte er sich glücklich schätzen. Ich schätze mal, Pro Wrestling ist ein ernstes Geschäft für Mr. Filch. Moment mal. Sie haben schon vorhin gelogen, dass Sie Ihren Wachdienst ernsthaft genommen haben, richtig? Oh, das? Es macht doch nichts, wenn man die Wahrheit ein bisschen ausdehnt, richtig? Jetzt hör mir gut zu, kleiner Tanuki. Lüge noch einmal und Taka wird sich an deiner falschen Zunge hier ergötzen. Oje. Es tut
mir leid. Bitte, bitte, lassen Sie mir meine Zunge. Geben Sie ihm wenigstens genug Zeit, die Wahrheit rauszuspucken. Bitte. Sie waren abgelenkt von Ihrer Arbeit. Ist das wahr? Ja, Sir. Das war ich, Sir. Aber so war das gar nicht. Moment mal. Sie haben also ganz gute Ohren, Mr. Filch. So gut wie sie halt sind, würde ich sagen. Gehört gar nicht viel dazu, solch einen krachenden Boden zu hören. Außerdem, dieser Tenmataro macht Geräusche, während er vorbeiläuft. So wie ein Klingeklingel. Dieses Rumgeklingele hier und da. Wie macht er das? Das gehört zu seinem Stab. Das ist, was so klirrt. Worüber redet er, Apollo? Keine Ahnung. Aber es scheint so, als hätte Tenmataro einen Stab, der Geräusche macht. Jetzt, wo wir darüber nachdenken, hat Yingxi nicht etwas Ähnliches erwähnt? Sie hat gesagt, sie hat Tenmataro gesehen, während er einen Stab hielt, der klirrende Geräusche machte. Ich denke mal, das ist dann der Ursprung der Geräusche. Nun, Mr. Justice. Mr. Filch hat gesagt, dass Tenmataro klirrende Geräusche von sich gab. Ist das eine wichtige Information? Sehr wichtig sogar. Denn dort hat er wiederum gezappelt. Das ist sehr wichtig. Ich möchte anfragen, dass diese Aussage hinzugefügt wird. Moment mal. Also Tenmatarus Stab macht gewisse Geräusche. Yep. Überall dieses Klirren. Warte, Yingxi hat auch so etwas gesagt. Etwas, das bei Tenmataro dieses klirrende Geräusch machte. Ich glaube, irgendetwas verpassen wir hier. Aber ich kann mir noch nicht den Finger so richtig deuten. Vielleicht sollte ich nochmal die Gerichtsakte anschauen. Und ich glaube, es gibt auch etwas, was hier nicht so ganz stimmen kann. Und zwar, ich gucke einmal drum, aber ich glaube, es ist tatsächlich diese Schriftrolle hier, denn da wird Tenmataro ohne Stab angezeigt. Und wir hatten ja schon mal dieses Thema gehabt irgendwo bei der Untersuchung, dass das ein bisschen merkwürdig ist. Deswegen sage ich, Einspruch! Tenmataros Stab würde klirrende Geräusche machen, sagen Sie? Nun, ich würde sagen, dass Ihre Geschichte nicht so ganz passt. Gibt es etwas, das die Verteidigung mit dem Gericht teilen möchte? Mr. Filch, Sie behaupten, dass Sie Tenmataro am Tag des Zwischenfalls nicht gesehen haben. Warum dann haben Sie behauptet, dass Tenmataro einen Stab halten würde? Hä? Verstehen Sie, der Tenmataro, den Yingxi gesehen hat, hielt einen Stab. Und sie hat auch diese klirrende Geräusche beschrieben. Ja, sehen Sie, er hat einen Stab gehalten. Also was ist Ihr Punkt? Einspruch! Der Punkt ist, dass Tenmataro keinen Stab benutzt. Nicht normalerweise. Worüber reden Sie? Sehen Sie, das ist das einzig bekannte Dokument, das Tenmataro anzeigt. Und ist da irgendein Stab in diesem Bild, Mr. Filch? Sie haben recht, da ist kein Stab. Nicht einmal irgendetwa kleiner Stock oder so. Ah!
Also, die Frage ist, warum glaubt der Zeuge, dass Tenmataro einen Stab benutzt? Ich glaube, die Antwort wird den Fall der Anklage auf den Kopf stellen. Nun denn, das wird ja langsam interessant. Okay, Mr. Justice. Es wird Zeit, dem Gericht zu zeigen, wohin sie gehen möchten. Bitte erzählen Sie dem Gericht, warum Mr. Filch glaubt, dass Tenmataro einen Stab trägt. Die Schriftrolle ist falsch? Ja klar, wenn wir schon Selbstmord begehen wollen, dann richtig. Er hat in Wirklichkeit Tenmataro gesehen. Und Filch ist ein Scatterbrain. Was ist ein Scatterbrain? Lass uns mal schauen. Ein Schussel, ein Wirrkopf. Ja, das stimmt auch, aber das bringt uns nicht weiter. Er hat Tenmataro wirklich gesehen. Einmal auf den Tisch klatschen. Mr. Filch hat in Wirklichkeit Tenmataro gesehen, kurz nachdem der Mord geschah. Das ist die einzige Möglichkeit, wo er wusste, dass ein Stab existiert. Aber, wieder erwischt! Was zum... Sie Kleiner! Wow, wir haben sogar Blackwell getroffen. Yes! Wie fühlt sich das an, Blackwell? Nicht so lustig, wenn man am anderen Ende der Klinge steht, hä? Geben Sie es zu, Mr. Filch. Sie haben Tenmataro an diesem Tag gesehen, nicht wahr? Nun? Ich guck dich böse an. Ich flehe Sie an. Bitte, bitte, lassen Sie mich das nicht sagen. Aber Sie haben eindeutig Tenmataro gesehen. Und jetzt hören Sie auf, Zeit zu schinden und sagen Sie endlich die Fakten aus. Na, das kann ich nicht. Nein, niemals. Sie haben keine Ahnung, wie furchterregend er sein kann. Er? Mr. Filch möchte immer noch nicht zugeben, dass er Tenmataro gesehen hat. Selbst wenn jeder weiß, dass er es getan hat. Die Frage ist nun... Warum? Mr. Filch hat Todesangst. Ist es deswegen, warum er die Wahrheit nicht zugeben kann? Jetzt, wo wir darüber nachdenken... Sie sagen, man darf Tenmataro nicht ansehen. Und sobald man es doch tut... Wenn man es dann jemandem sagt, dann wird Tenmataro die Seele stehlen. Yingxi wollte nicht aussagen, dass sie Tenmataro gesehen hat, wegen dem Aberglaube des Dorfes. Sie sagte, wenn sie es jemandem erzählen würde, dass sie Tenmataro gesehen hat, dann würde er ihre Seele stehlen. Warte. Du glaubst, Filch glaubt das ebenfalls? Also hat der große Mister da, dieser Slicker, dieser Stadt, also dieser Großstädteranwalt hier davon gehört? Also City Slicker heißt Großstädter, okay. Den alten Aberglaube des Dorfes. Möge die Verteidigung bitte erklären, was dieser Zeuge da brabbelt. Die Menschen von Ninetales Way glauben an ziemlich komische Dinge. Und ihr Aberglaube könnte der Grund sein, warum der Zeuge ihnen nicht die Wahrheit sagen möchte. Die Wahrheit, dass er wirklich Tenmataro gesehen hat. Ganz genau! Deswegen ist das! Alles steht hier drin. Der Aberglaube des Dorfes. Schaue Tenmataro nicht an. Erzähle niemandem, dass du ihn gesehen hast. Die Aberglauben zu ignorieren kostet deine Seele.
Es gibt jedoch eine Möglichkeit, ihn zu retten. Du verlässt sofort das Dorf. Und ihn zu befreien, bringt dem Dorf die Zerstörung. Den Aberglauben zu ignorieren, kostet deine Seele? Sehen Sie? Deswegen können die Leute von Ninetales Vale nicht über Tenmataro sprechen, wenn sie ihn gesehen haben. Aberglaube des Dorfes, der Gerichtsakte hinzugefügt. Und was war denn jetzt noch für eine Kurzinfo? Achso, Aberglaube wurde Generation für Generation in Ninetales Vale weitergegeben. Okay, und was da drin steht, wissen wir ja. Das löst wenigstens ein Mysterium. Der Mörder hat den Aberglauben für sich genutzt, um sich das Tenmataro-Kostüm anzuziehen. Der Mörder wusste, dass niemand über ihn berichten wird, so als wäre hätte er niemals existiert. Die Verteidigung glaubt, dass derjenige, der sich als Tenmataro ausgab, der wahre Mörder ist. Was? Einspruch. Aber glaube, sagen Sie, welcher Blödmann würde so einen Schwachsinn glauben? Und würde das Benutzen solch einer Legende überhaupt den wahren Täter ans Licht bringen? Sie müssen schon mit mehr Rationalität und Allgemeinbildung kommen, wenn Sie was erklären möchten. Einspruch! Ihre allgemeine Bildung hier scheint ziemlich engstirnig für mich zu sein, Staatsanwalt Blackwell. Einspruch! Versuchen Sie in meiner Welt zu leben, in einer engen Zelle, der Todesgefahr und dunklen, schlaflosen Nächten. No lag. Ah, jetzt muss ich gerade überlegen. Es gibt keinen Mangel an Aberglauben in der Zelle, aber ein paar von ihnen glauben, dass sie wahr sind. Objection! Also wahrscheinlich damit gemeint, es gibt keinen in der Zelle, der an sowas glaubt. So etwas in der Art. Nun, aber die Aberglauben des Dorfes sind real genug, dass die Menschen von Ninetales Vale daran glauben. Ein Leben, also ein Aberglaube auf Leben und Tod würde sogar sie zu einem Gläubigen machen. Ruhe! Ruhe, sage ich! Sie Schwachkopf von einem Tanuki. Das ist das zweite Mal, dass Ihre Lügen mir schon Kosten bereitet haben. Es tut mir leid. Ich schwöre, dass ich es nie wieder machen werde. Taka, mein netter, gefühlter Freund. Schnapp ihn dir. Ich will lebendigen Leib essen! Renn zu dem Hügel! Ja, er ist abgehauen. Grüß, Diener! Worauf warten Sie? Hinter ihm hin! Mit Ihrem schnellsten Männern! Das ist definitiv etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Daumen hoch, würde ich sagen. Nun, sieht so aus, als wäre ein neuer wichtiger Fakt ans Licht gekommen. Eine dritte Person, verkleidet als der Yokai, Tenmataro, war beim Tatort.
Und jetzt haben wir zwei Augenzeugen, die diese Tatsache bestätigen können. Irgendwelche Einsprüche, Staatsanwalt Blackwell? Abgesehen von Pünktchen. Was? Hä? Oh! Seine Handschellen! Ich bin zu jung zum Sterben! Justice, Dono. Lang ist es her, dass ich gezwungen wurde, meine Klinge zu ziehen. Sie beten wohl am besten. Rennt um euer Leben! Inspektor, tun Sie etwas! Hahaha! Habt keine Angst! Fulbright ist hier! Wenn es schwierig wird, dann wird der Champion der Gerechtigkeit kommen. Einspruch! Ja, dann tun Sie doch etwas, bevor uns alle umbringt! Kurz gucken. Oh, aber ich stehe doch in Ehrfurcht vor Simon Blackwell. Denn es war sein Sinn für Gerechtigkeit, die ihn befreit hat. Einspruch! Einspruch! Ich erhebe Einspruch gegenüber Inspektor Fulbrights Definition von Gerechtigkeit. Silence. Schweig still. Ich bin gerade nicht in Laune, irgendwelche unbewaffneten Feiglinge niederzustrecken. Oh, nun, wenn das der Fall ist, Staatsanwalt Blackwell, könnte ich Sie nun fragen, Sie wissen schon. Ich glaube, der Gericht hat vergessen, dass er hier die Verantwortung trägt. Also, Justice Donos Behauptung ist, Tenma Taro ist der wahre Mörder, nicht Bürgermeister Tenma. Nach ihm war ein Yokai am Tatort. Richtig. Und dieser Yokai, oder besser gesagt der sich als ihn ausgegeben hat, hat den ältesten Kyubi ermordet. Silence. Schweig still! Möchten Sie dann erklären, warum Yingxi, die erste, die den Mord entdeckt hat, dass sie keinen Killer-Yokai in der Fuchskammer gesehen hat? Was? Er hat recht. Sie hat nichts davon gesagt, dass sie Tenma Taro in der Fuchskammer gesehen hat. Lass mich dir euch erleuchten. Dieses kleine Kind hat einen Todesschrei gehört, kurz bevor sie die Tür zur Kammer öffnete. Und ihr Punkt ist? Als sie die Tür öffnete, fand sie einen frisch ermordeten Opfer, den Ältesten. Und dieser mörderische Irre, der ihn ermordet hat, den Bürgermeister. Nein, es muss ja jemand gegeben haben, der sie als Tenma... Warum behauptet dann das kleine Kind, dass sie keinen Yokai in der Fuchskammer gesehen hat? Wenn man nur unter Beachtung stellt, dass ihr Vater wegen Mordes beschuldigt wird,
dann hätte sie durchaus eine dritte Person erwähnen sollen, wenn sie im Raum war. Das verstehe ich nicht. Warum hat sie nicht Tenmatao in der Fuchskammer gesehen? Es gibt einen Weg, das herauszufinden. Fragen wir doch Yingxi Tenma, ob sie einen Killer-Yokai am Tatort gesehen hat. Oh oh. Der finale Kampf kommt näher. Nur einer von uns wird ihn lebend verlassen. Lange hat meine Klinge nach Blut gedürstet. Und endlich soll sie gesättigt werden. Warte, das ist immer noch eine Verhandlung, oder? Zeigen Sie mir, wozu Sie in der Lage sind, Justice Dono. Nun gut. Beide Gruppen brauchen ohne Zweifel Zeit, um sich wieder zu sammeln. Das Gericht wird also eine 10-minütige Pause ansetzen, um... Drei Minuten. Tut mir leid, aber, eine 3-minütige Pause? Ach so. Nur so, das ist genug Zeit, wenn ihr Ziel das Klo ist. Ich wusste nicht, dass Lu Klo ist. Das Klo, meinen Sie Badezimmer? Sheesh, bitte erlauben Sie uns wenigstens Zeit genug, um uns die Hände zu waschen. Schauen Sie, dass Sie nicht länger als 3 Minuten brauchen. Alle Zu-Spät-Kommer werden bestraft. Ja, Sir! Hiermit beantrage ich eine 3-minütige Pause, bevor der Kampf beginnt. Und ich ernenne Staatsanwalt Blackwell als den Gewinner dieser Runde bei Simon Sagt. Das ist nicht gut für uns, wenn der Staatsanwalt die Show hier laufen lässt, oder? Sheesh! Jetzt müssen wir aber ganz schnell aufs Klo und auch noch Hände waschen. Und das in 3 Minuten. Kriegt ihr das hin oder werdet ihr bestraft? Das sehen wir wohl im nächsten Part. Bis dann.